Sie verkünden am 16.12.2017 im Kölner Stadtanzeiger vollmundig, Zitat, Sie seien bereits mit Belgien im Gespräch über eine Abschaltung von Tihange 2 und Duel 3 und präsentieren dann den ultimativen Deal, der zum Verhandlungserfolg führen sollte. Für die Versorgungssicherheit gibt es nun Braunkohlestrom aus dem Rheinischen Revier. Wohl wissend, erstens, Belgien steht zum Kohleausstieg. Wohl wissend, zweitens, dass es gar keine Leitungen dafür gibt. Wohl wissend, dass es diese behaupteten Gespräche gar nicht gegeben hat. Braunkohlekraftwerke laufen schon komplett durch. Sie laufen schon 100% durch. Die kann man dann nicht noch hochfahren, um hinterher Atomkraftwerke auszugleichen. Dafür braucht es Gaskraftwerke, die stehen in den Niederlanden und in Deutschland still. Und dafür braucht es eben auch beispielsweise erneuerbare Energien bei uns in den Niederlanden und in Belgien. Und das ist das Thema. Und nicht einfach zu sagen, wir liefern hier Braunkohlestrom. Das ist komplett faktenfrei. Und damit sollten Sie aufhören. Hier haben Sie im höchsten Maße Glaubwürdigkeit von Politik verspielt. Dann haben Sie diese Reise mit heißer Nadel gestrickt. Und ich finde, ehrlich gesagt, wenn das Ihr Verständnis von Diplomatie ist, dann kann das nur ein Desaster werden. Diese peinliche Posse steht leider sinnbildlich für Ihre Amtsführung. Herr Laschet, das ist eine nicht durchdachte Schaufensterpolitik. Und die muss auf diplomatischem Parkett scheitern. Die taugt für die Talkshows, aber nicht, wenn es um eine solche ernste Sache geht wie diese Gespräche. Also Herr Laschet, wenn man einen Atomausstieg will in Deutschland, dann muss man ihn auch komplett wollen. Und dann gehört auch eine Urananreicherungsanlage in Gronau dazu. Wer sich für die Sicherheit vor atomarer Bedrohung einsetzen will in der Welt, der muss dann weiter selbst mit einer atomaren Bedrohung leben. Das ist Ihre Aussage. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich finde das so abstrus. Es war gut gemeint. Das spreche ich Ihnen hier nicht ab. Aber das ist in der Regel das Gegenteil von gut. Dankeschön.